schmeckt wie flüssiges Monte. Hustensaft. Das ist, trinken das Leute gerne? Ich kann es gar nicht zuordnen. Nächstes Mal kaufe ich auch so einen Unsinn. Das war leckerer wie alles von dir. Hello, Honey Crew! Und willkommen zu einem wunderbaren neuen Video heute mit Tessie und Raffi. Nein, Cressy. Nein, Craffy. Craffy. Willkommen zu einem wunderbaren neuen Video mit uns drei hier zusammen. Wir haben uns heute versammelt, denn wir machen heute ein Part 2 von unserer What's in the Box Challenge. Heute aber in der Winner Edition. In meiner. In der Drinking Edition, Leute. Heute testen wir Getränke. Jeder von uns hat 5 Stück zusammengesucht. Und die anderen müssen dann blind erraten, erschmecken, um was es sich handelt. Bevor wir mal loslegen, wie immer erstmal eine Frage. Und zwar fand ich die heute sehr lustig. Sie kommt von Bunny. Du kannst es gerne mal beantworten. Könntest du dir vorstellen, einen eigenen Song rauszubringen? Naja, auf jeden Fall ein Remake von Ave Maria. War der eine Kostprobe vielleicht? Nein. Hau raus. Ich schneid's rein. Jetzt zählt auf jeden Fall gleich eine Kostprobe. Ave Maria ist ihr Favorite Song Nummer 1. Um es kurz zu machen, nein, von mir wird es niemals einen Song geben. Ich kann absolut nicht singen. Ich singe auf jeden Fall viel zu viel. Zum Leidwesen einiger Leute hier im Raum. Mir macht es einfach Spaß, aber ich kann es halt zu 0%. Also zu 0. Kommen wir zum eigentlich wichtigen Thema und zwar, wer startet von uns? Der Gast darf ziehen. Es sind so viele da drin, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es beginnt. Sorry! The winner beginnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Hey du, abonnieren nicht vergessen. Nicht reinschauen, hallo. Natürlich. Mit Paranoid. Wir haben jetzt hier 2 wunderbar gebaute Boxen. Vielen Dank an Raphael für diese Top-Leistung. Jetzt verkosten wir. Ein bisschen Angst. 1, 2. Ihhh. Das ist mega eklig. Ich kenne den Geschmack irgendwoher. Ich auch. Aber es ist kein guter Geschmack. Es ist viel zu süß. Ist sehr süß. Das ist wie so Brause. Boah, ich kann es aber kein Getränk zuordnen. Es ist ekelhaft. Also es blubbert auf jeden Fall, man hört es auch. Also es ist irgendwas Brausiges. Kennen wir das? Kenn ich das? Ja, das kennt man schon. Ist es ein fertiges Getränk oder ist es gemischt? Das ist ein fertiges Getränk. Trinken das Leute gerne? Ja, es trinken sehr viele Leute. Echt? Ja. Nee, ich finde das ekelhaft. Also von der Skala von 1 bis 10 ist das für mich eine 2. Und 10 ist mega lecker. 1 ist ekelhaft, das 2. Also ich sag, es ist Brausewasser. Aber ich glaube, es ist auch warm und schon sehr abgestanden. Es ist frisch aufgemacht geworden. Ich sag, es ist Brausewasser. So Ahoi Brausewasser. Ich hab aufgeschrieben, es ist schnell Kirschcola. Was ist? Gasos. Was? Alter, ihr kennt das. Kennt jeder. Gasos? Ja. Noch nie gehört, bei mir. Auch nicht. Ja, okay. Never, ich hab das noch nie getrunken. Ich original türkisches Erfrischungsgetränk. Jo, was geht? Ich trinke ja, so viel. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Ich hab total gesagt, bitte nichts Tierisches und Sachen, die man kennt. Bitte stimmt mal ab, aber das kennt man. Schreibt in die Kommentare. Kennt ihr Gasos? Nope. Auf jeden Fall. Ready for number 2. 1, 2, 3. Ah, ich weiß es. Safe. Das ist auch eines von deinen liebsten Softdrinks, oder? Ja, nicht oft, aber wenn dann mal, mega gerne. Okay. 1, 2, 3. Vanille Coke. Ja. Ja, das war easy. Okay. Oh, das kenne ich, den Geschmack. Willst du eigentlich nicht nochmal trinken? Doch. Hä, es ist was, was ich voll oft schon getrunken habe, was ich richtig gut kenne. Ich glaube, da ist Alkohol drin. Ich kann es gar nicht zuordnen. Hä? Oh, das ist so schön, wenn man es nicht sieht. Ich hab's. Oh, ich ärgere mich gleich so drüber. Hä, oh mein Gott. Ich trinke das oft und ich mag das. Und ich hab, ist es irgendwas mit Johannisbeer? Oh, scheiße. Hey, ich dachte, oh. Oh, das ist so schwer. Jetzt muss irgendwann die Zeit ablaufen hier. Gib mir doch ganz kurz. Nimm mal einen beherzter Schluck und dann. Ah, ich weiß es! Ich weiß es! Ich weiß es! Ah! Ich hab's vor mir, nein, vor meinen Augen. Warte, ich hab's da. Jetzt muss man irgendwo das Zeitlimit hier einschlagen. Runde gerutscht, jetzt war doch mal. Ich hab die Flasche vor mir. Oh, ich kann nicht sie aufmalen.
3, okay. 2, 1. Es ist dieser kleine Sekt, diese kleinen Sektfläschchen, Granatapfel oder Johannisbeer. Ah. Ja! Aperol Spritz gedacht. Oh, wie schlecht. 1, 2, 3. Ihhh. Das schmeckt ganz übel. Oh, das schmeckt mega widerlich. Das ist auch safe mit 2. Das schmeckt abgestanden, als wäre schon zu lange offen im Kühlschrank. Kein richtiger Blub mehr drin und so alt. Oh nein, safe, so ein Hipster-Eistee. Safe roast dich gerade, Shereen David. Ich habe die noch nie getrunken, die Eistee, aber... Ich schreibe mir nur meinen Zettel an und lachen. Voll komplett falsch. Ich habe Apfel-Cider aufgeschrieben. Ah, ich habe abgestanden und Pfirsich-Eistee. Rubbing Bubble? Okay. Also als Kind hat man das safe mindestens einmal getrunken. Das war richtig kein Silvester. Es ist übel eklig. 1, 2, 3. Okay. Das ist gut. Schmeckt's? Mhm. Ja, das ist gut. Das war also. Hä, das ist so eindeutig. Das überlegst du gerade? Mhm. 10, 9. Vorhin 3 Stunden. Die eine Stunde überlege drauf. Ja. Ah, ich hab's. Es ist, man unterschätzt es, wie krass das ist, wenn man es nicht sieht. Was hast du? Capri-Sonne. Echt? Ja. Ich habe jetzt Pfirsich-Eistee. Orange Peach. Ah! Ja. Ich bin mir so sicher, es ist Eistee. Boah Leute, ich sag's euch, ich habe jetzt schon so ein richtig schlechtes Gewissen. Meine Getränke sind alle so krass und haben jetzt so nette Dinge irgendwie gemacht, die auch irgendwie leicht zu erraten waren oder so lecker. Und ich habe so richtig miese Dinge. Oh mein Gott, ich hoffe, die wird nachher nicht, oder beide werden nachher nicht sauer sein. Upsi, enjoy this show. So, willkommen zu meinen Getränken hier. Riecht schon ein bisschen anders. Riecht es gut, oder? Ich rieche gar nichts. Echt? Oh, ich finde, es duftet so richtig krass nach den ganzen Sachen. Es riecht so arg. Ich weiß jetzt schon zwei Sachen. Meine Nase ist einfach so schlecht. Riecht gar nichts. Okay. Are you ready? Nein. Habe ich schon gerochen, kann, dass ich in den Raum reingelaufen bin. Nächstes Mal kaufe ich auch so einen Unsinn. Das war leckerer wie alles von dir. Was ist es? Sojasauce. Ja, Sojasauce. Tada, oder Punkte. Eigentlich brauchen wir irgendwas, was man nachspülen kann. Ich verziehe es gerade noch alles hier. Ja, drei? Drei, zwei, eins. Ich kenn's. Oh, ich auch. Aber ich kenn's. Johannisbeerschorle. Traubensaft, ja. Johannisbeersaft. Punkt an ihn. Nein! Okay, beim nächsten bin ich sehr gespannt. 3, 2, 1. Das ist safe Alkohol, wenn du so sagst. Bah. Boah, danach ist mir schlecht. Echt? Oh nein. Oh, ich kenn's auch. Boah. Ich möchte es nochmal trinken. Probier doch mal, dann weißt du sicher. Oh. Das trinkt man nur im Flugzeug, oder? Hä, wie dumm bist du denn? Das ist tatsächlich schon aufgeschrieben. Nein! Tomatensaft, oder? Ja. Ich konnte es zuraten. Ich habe schon mal probiert und habe schon gedacht, irgendwie schmeckt das so dickflüssig und so. Aber eklige Konsistenz. Ich will es selber mal probieren. Ich habe schon ewig nicht mehr getrunken. Mmh, aber ist doch eigentlich geil. Das Tomatensüppchen. Süppchen. 3, 2, 1. Was? Und wie schmeckt's? Scharf. Find's lecker. Was? Ich hab's jetzt nochmal auf meine Antwort gewartet. Mhm. Ja. Braucht gar nicht mehr probieren. Raffi droppt's eh vorher. Irgendwas mit Ingwer. Ich wollte Ingwer-Saft aufschreiben. Ingwer-Shot. Okay, beim nächsten bin ich sehr gespannt. Enjoy. Oh. Das wird hart. Entweder das wird wieder so mies wie der erste oder ich weiß nicht. Was denkst du? Alkohol halt. Nee. Kein Alkohol. Kein Alkohol. Dann ist irgendwas nicht. 100 pro irgendwas eklig. Was ist das? Pustens
Hustensaft? Nein. Schmeckt wie Hustensaft. Mhm. Ich kann verraten, es ist kein typisches Getränk, aber eine Flüssigkeit. Aber es geht doch um Getränke. Drinking Edition, man kann auch sowas trinken. I don't know. Boah, das ja, wie schmeckt's denn? Sehr, sehr süß. Undefinierbar. Flüssiges Tiramisu. Nein. So. Ich habe Schokolade aufgeschrieben, aber ich glaube, die, was man als Topping oder sowas benutzen kann. Es geht in die Richtung, aber es ist Ahornsirup. Yeah. Also, ich habe noch nie Ahornsirup getrunken, noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie Gassos getrunken, ja? Was ist bitte Gassos? Was ist das? By the way, ich fülle das alles hier wieder schön zurück in die Verpackungen, damit hier nichts verloren geht. Ah, das kenne ich. Ich nicht. Boah, ist extrem süß. Ja. Undefinierbar. Es wäre irgendwie so ein Brausewasser, was richtig pappsüßes, sehr sprudelig. Karies bekommt man safe davon. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe eine Idee. Moloko? Nee. Moloko? Ich habe, obwohl ich es noch nie getrunken habe, Candy Shop Eistee von Shireen. So stelle ich mir das vor. Fanta. Fanta! Okay, next one. Ich brauche eine Erfrischung, ein bisschen was anderes hoffentlich. Okay. Jetzt wird's besser. Der ist tief, oder? Recht weit tief, genau. Kennst du uns noch runter? Mm. Oh. Jetzt wird's besser! Alter! Mir brennt alles weg. Oh, mein Zunge. Es ist so scharf. Es ist so scharf. Ja, dann schreib mal auf, was ist. Oh! Bist du wahnsinnig? Oh. Es geht auch so langsam hoch in meine Ohren. Es ist ganz klar Ingwer. Ingwer-Saft. Ingwer-Saft. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, was süß. Ich muss auch ein bisschen runter. Ich kotze gleich. Ich kenne Ingwer. Ich kenne das. Ich kenne das. Es schmeckt wie flüssiges Monte. Ja. Monte-Pudding. Ah, ich weiß es. Ja, ganz klare Sache, ganz klare Sache. Nur Snuggert-Schnaps. Ja, ja. Hab ich auch. Ja. Weil die Kombi aus diesem richtig, richtig scharfen. Eklig. Und dann kommt das Snuggert. Wenn ich mich bis jetzt noch nicht übergebe, hab dann am Ende. Dann schaffen wir auch zwei. Komm, eins, zwei, drei. Nächstes Schritt besser. Mhm. Weiß ich auch. Ich dachte, meine Runde war schlimmer, deine ist viel ekliger. Ich spüre, wie alles hier so runterläuft. Du sagst immer, beim nächsten Mal wird es besser, es wird immer schlimmer. Glaub ich noch nicht. Immer okay. falsche Erwartungen. Du sagst drei. Eins, zwei, drei. Weißwein. Rotwein. Das ist Rotwein. Du Weißwein gleich. Ich habe Wein, Weißwein geschrieben. Nein! Nee, Rotwein. Hey, Weißwein wird doch gut schmecken. Jetzt beim nächsten bin ich gespannt. So wie bei den anderen. Eins, zwei, drei. Kenn ich? Oh. Kenn ich! Aber mich kenn's doch. Echt? Ja! Ich kenn's nicht. Es hat keine Kohlensäure drin. Es schmeckt sehr süß. Es schmeckt nicht gut in meinem Geschmack. Es schmeckt wie Kaugummi. Kirschkaugummi. Kirschkaugummi-Wasser. Nee. Wie Kirschwassereis, wenn es so geschmolzen ist, der Saft da unten in der Ende, wenn die Plastikdinger so das. Schreibt es auf. Kirschwasser. Ja. Kirschwasser ohne Alkohol ist meine Antwort. Meinst du Powerade? Ja. Powerade? Ja. Powerade. Ich habe mich selber gesucht und ich habe nirgends sowas gefunden. Ist es blau? Ja. Ich habe mir es rot vorgestellt. Für mich schmeckt es rot. Ich habe gerne, ich kenne den Geschmack. Ich kenne ihn. Dreimal dürft ihr raten, wer hier verloren hat. Ich habe schon bei der letzten What's in the Box Challenge verloren, jetzt schon wieder. Ich mach das nicht mehr mit. Mann ey. Okay, und zur Bestrafung gibt's einen schönen Verlierer-Cocktail. Ich gehe jetzt lieber raus, weil ich mir das erst gar nicht anschaue, bevor ich das trinke. Jetzt wird's wild. Jetzt dann rühren wir Cassie einen Verlierer-Cocktail an. Also quasi ein Best-of von allen. Ganz ehrlich, so diese miesen Sachen, was sie da drin hatte, kriegt sie jetzt alles zurück. Darf sie selber trinken. Und dann let's go, oder? Okay. Ja. Riechen tut's auf jeden Fall schon mal scheiße.
Cassie? Nein, haben wir das gute Stück. Das sieht ja schon ekelhaft aus. Das sieht durchfallen. Ich glaube, ein Tipp, gar nicht dran riechen, einfach schnell runter. Klar, extra, alles. Extra wenig reingemacht. Oh, da ist auf jeden Fall irgendwas drin. Warum spiele ich eigentlich diese Spiele, wenn ich immer verliere? Okay, also. Oh, jetzt Maria. Es ist salzig und süß gleichzeitig. Das ist ein großer Schluck. Nee, ich kann. Hier, probier das mal. Ich hab gewonnen. Probier das mal. Trink noch einen Schluck. Es räumt den Magen auf. Oh, bin raus. Wenn ich das leer trinken würde, würde ich kotzen. Leute, wir wollen dieses Spiel hier friedlich beenden. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich lasse mir unbedingt noch mehr Words in the Box Challenges einfallen. Es macht immer mega viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es unterhalten. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen oben dafür da. Schaut bei den zwei Freaks auf Instagram vorbei. Link dazu in der Infobox. Abo nicht vergessen, damit ihr das nächste mega coole Video nicht verpasst. Und da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.